Hallo und schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Pferdiosophie, dem Podcast für Bewusstsein und Potenzialentfaltung im Spiegel der Pferde. Mein Name ist Tina Schumacher und ich freue mich, dass du da bist und dass du dich inspirieren lässt zu der Frage, wie Pferde auf unser individuelles und systemisches Leben wirken. Viel Freude mit bunten Geschichten und der Philosophie Pferd. Hallo, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du auch heute wieder zuhörst und einer ganz situativen Folge lauschst, die sich auf die Posts und Erlebnisse der letzten Woche beziehen. Es geht nämlich heute um Vertrauen oder ja fast schon diese Aussage, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser und eventuell auch die Frage, warum es uns hin und wieder schwerfällt zu vertrauen, uns wirklich zu öffnen und warum wir vielleicht manchmal lieber die Dinge kontrollieren würden. Über Instagram habe ich von einer Followerin die Frage gestellt bekommen, wie ich das machen würde, warum mir das so leicht fallen würde, meinen Pferden so ein Vertrauen zu schenken. Ganz besonders, wenn ich mit meinem Schimmel, mit meinem Vamiro, mit Halsring draußen bin und sonst tatsächlich überhaupt nichts dabei habe. Meine Peaches, meine Hündin noch im Wald rumrast und hin und wieder auch mal hier und da ein bisschen Chaos herrscht. Genau. Und das war jetzt erstmal natürlich eine relativ banale Frage, aber als ich da noch mehr drüber nachgedacht habe, wurde mir immer bewusster, dass das eigentlich eine unfassbar wichtige Frage ist. Gerade wenn wir uns mit Themen rund um Vertrauen in unserem Leben beschäftigen. Und ich glaube, Vertrauen ist etwas, was unser Leben unfassbar bereichern kann, was es leichter machen kann, was es irgendwie fließender machen kann, was Beziehungen viel, viel intensiver werden lassen kann und enger werden lassen kann und was auch ein ganz, ganz großes Stück weit Freiheit bedeutet. Und dann habe ich mir nach der Frage überlegt, okay, ja, wie ist das denn überhaupt mit dem Vertrauen? Was macht das aus? Was steht da im Gegenzug zur Kontrolle? Und wie kann ich das irgendwie so ein bisschen verbildlichen, warum ich vielleicht so fühle und warum ich meinem Pferd dieses Vertrauen entgegenbringen kann, obwohl ich natürlich nie hundertprozentig wissen kann, was passiert und ob das jetzt hier alles hundertprozentig sicher ist, sag ich mal. Und ich glaube, es gibt da ja drei zentrale Punkte. Und das ist einmal beobachten und intensiv wahrnehmen als zentralen Schlüssel anzusehen. Das heißt, ich vertraue nicht irgendwie ins Blaue hinein, sondern wir lernen uns kennen. Mein Vamiro ist 23 Jahre alt. Ich kenne den, seit er 5 Jahre alt ist. Und ich glaube, wenn wir früher schon so miteinander gearbeitet hätten, wären wir jetzt noch enger zusammengewachsen. Also wir kennen uns quasi von der Pike auf, ewig lange schon. Und gerade in den letzten Jahren habe ich mich unfassbar darin geschult, wirklich ganz intensiv, ganz fein zu beobachten und mein Pferd in jeder Situation wahrzunehmen. Und ja, in dem Moment, wo ich das mache und wo ich mich wirklich auch dafür entscheide, mein Pferd tatsächlich kennenzulernen, dann kann ich auch dahin kommen, unterschiedliche Situationen immer wieder neu anzusehen und mein Pferd auch in diesen Situationen einschätzen zu wissen, so dass ich deutlich eher davon ausgehen kann zu wissen, was wird passieren, wenn diese oder jene Sache eintritt. Und das schafft auf jeden Fall schon mal ein ganz, ganz großes Stück an Vertrauen. Und ich glaube, das ist in
in allen möglichen Beziehungsformen so, dass wir uns einfach erstmal kennenlernen müssen, dass wir uns aufeinander einstellen müssen, dass wir verschiedene Situationen des Lebens austarieren müssen und uns herantasten müssen. Oder sollten. Müssen natürlich nicht. Und deshalb komme ich auch direkt zu Punkt Nummer 2. Und das ist definitiv das Ausprobieren. Das Ausprobieren und neugierig herantasten, wie ich das schon sagte. Natürlich fange ich nicht mit einem Pferd sofort an, schnall den Halsring drauf und los geht's. Also ich mache das zumindest nicht. Wenn das jemand machen möchte, dann ist das total in Ordnung. Aber das wäre mir zum Beispiel auch zu unsicher. Ich möchte einen halbwegs einschätzbaren Rahmen haben. Und da ist es eben für mich nötig, für mich ranzutasten, mir immer wieder neue Situationen anzusehen und mich wirklich kleinschrittig auszuprobieren. Und ich glaube, das schafft auf beiden Seiten natürlich viel, viel mehr Vertrauen, als wenn ich sofort in der Hauruck-Aktion beginne und mein Endziel sofort und jetzt gleich umsetze. Weil natürlich muss ich auch immer damit rechnen, dass ich in so einer Situation, wo nun mal eine große Freiheit herrscht, auch da kann auch gleichzeitig gerade ganz am Anfang eine große Angst herrschen und eine große Unsicherheit, weil vielleicht Grenzen so aufgeweicht und so verschoben werden, dass es erstmal gar nicht so leicht wird, damit umzugehen. Und ich glaube, auch so etwas sehen wir in ganz, ganz vielen Veränderungsprozessen, ob es in Firmen ist, ob es in Beziehungen sind. Irgendwie, ich habe mich jetzt nochmal mit offenen Beziehungen beschäftigt, ohne das jetzt selber zu wollen. Aber auch das wird so ein Moment sein, wo wir uns immer, immer wieder neu aufeinander beziehen müssen, uns immer, immer wieder neu herantasten müssen und ansehen müssen. Und selbst wenn eine Beziehung, also eine Partnerschaft nicht geöffnet ist, dann gibt es auch da immer wieder Momente und neue Facetten und ja Dinge, die in einem Zusammenleben neu erforscht werden dürfen. Und ich glaube, gerade das macht es doch extrem interessant und gerade das lässt uns uns immer wieder auseinander beziehen und uns gegenseitig, auch wenn wir das denn dann wollen und uns für diese Art der Beziehung, die wir dann eben führen, entscheiden, deutlich enger zusammenwachsen und deutlich mehr Vertrauen stiften und schaffen. Und so komme ich jetzt auch schon zu Punkt Nummer 3 und das ist ganz klar der Vertrauensvorschuss. Weil bei allen diesen Punkten, die ich gerade genannt habe, habe ich noch immer so ein Teil Kontrolle. Die gebe ich da noch nicht ganz auf. Ich habe ja immer noch im Hinterkopf, ich probiere das und das aus und dann geht es vielleicht irgendwie weiter für mich. Jetzt sind wir aber einfach irgendwann an einem Punkt und das ist auch ganz egal, ob das jetzt den Halsring und das Reiten betrifft oder irgendeinen Moment im Leben, wo wir uns entscheiden müssen, springe ich ins kalte Wasser? Lege ich jetzt den Ring um diesen Hals und ziehe dem Pferd die Trense aus oder lasse ich es bleiben? Und wenn wir diesen Absprung nicht schaffen und diesen kleinen Vertrauensvorschuss oder vielleicht auch großen manchmal nicht geben, dann haben wir nie die Möglichkeit, eine derartige Freiheit zu erleben. Und trotzdem ist natürlich völlig klar, und das ist mir auch schon passiert, ein Vertrauensvorschuss bedeutet nicht immer, dass das glatt läuft. Das bedeutet auch hin und wieder, dass man total auf die Nase fällt. Und es geht vielleicht auch Mitarbeitern in einer Firma so oder Unternehmern, die sich Mitarbeiter aussuchen und da ein großes Vertrauen reinbringen. Es gibt natürlich auch Unternehmen, wo das wunderbar funktioniert. Aber ich glaube, ach ja, und dann geht's natürlich auch weiter, und jetzt, um das jetzt nicht außen vor zu lassen, mit Beziehungen, mit Freiheiten in Partnerschaften. Und grundsätzlich, tatsächlich glaube ich, mit allen Arten von Beziehungen, von Kontakten, von Systemen, in denen wir uns bewegen, in denen wir
eine höchstmögliche Freiheit ansteuern wollen. Und Freiheit natürlich auch gerade deshalb, weil wir dann bestmöglich unsere Potenziale entfalten können. Weil letztendlich ist es doch so, die, die in Freiheit etwas tun können, weil sie es wollen, die werden das doch ja prozentual viel, viel effektiver, mit viel, viel mehr Freude, mit viel mehr Leidenschaft umsetzen, als derjenige, der zu irgendetwas in Anführungsstrichen gezwungen wird, was natürlich jetzt nicht so krass, also nur weil ich eine Trense auf dem Pferd habe, zwinge ich das Pferd nicht zu irgendwas, ne? Das soll das überhaupt gar nicht heißen. Aber letztendlich ist jeder Schritt, den wir irgendwie freier gestalten können, das heißt nicht, dass wir das immer müssen, ne? Aber jeder Schritt, den wir freier gestalten können und zu dem wir uns dann Step by Step entscheiden, noch ein bisschen mehr dieser allzu sehr geliebten Sicherheit aufzugeben, ein Schritt zu wirklich mehr Leichtigkeit, mehr Freiheit und auch deutlich mehr Vertrauen. Und ich glaube, wir Menschen, wir wollen immer unfassbar viel kontrollieren. Wir versuchen schon gedanklich alles Mögliche zu kontrollieren und wissen eigentlich, dass das überhaupt gar nicht möglich ist, weil es so viele Facetten gibt, ein und dieselbe Sache auszugestalten, dass wir dem gedanklich überhaupt gar nicht gerecht werden könnten. Aber dennoch gibt es uns ein Gefühl der Sicherheit, wenn wir glauben, wir könnten eine Situation kontrollieren, obwohl diese natürlich auch wieder tausend andere Facetten mit sich bringen kann. Und dann ist es so, dass wir manchmal paradoxerweise viel mehr an dieser Kontrolle festhalten, als dass wir an einer Beziehung, an diesen vertrauensstiftenden Elementen arbeiten. Ja, und ich glaube, jeder von uns, einschließlich mir, natürlich auch, weil ich habe auch diese Momente. Und ich kann mich aber immer in der Arbeit mit dem Halsring nochmal daran erinnern, wie schön es ist, so eine Freiheit zu genießen und das wirklich in den Alltag zu etablieren. Aber wo wir uns alle an die Nase packen sollten, glaube ich, und was wir uns alle nochmal bewusst machen sollten, ist, du kannst das Leben nicht kontrollieren. Es lässt sich nicht kontrollieren. Vertrauen bedeutet, nicht zu wissen, was kommt. Du kannst es nicht wissen. Es bedeutet, zu wissen und daran zu glauben, dass du damit umgehen kannst. Und dass du vor allen Dingen auch mit den Erfahrungen umgehen kannst, die du dann machst. Und dazu musst du dich trauen, dazu musst du rausgehen, dazu musst du den Mut haben und dir auch dieses Vertrauen erlauben. Und gleichzeitig denken wir so oft, dass das, was war, alles viel besser war und dass da noch gar nichts Besseres in Anführungsstrichen kommen kann. Dass wir können uns das gar nicht vorstellen. Manchmal halten wir uns da selber relativ klein, weil wir das überhaupt gar nicht in unser Bewusstsein bringen können, dass da noch mehr kommen kann, auch wenn das vielleicht gar nicht muss. Aber genau das ist der Punkt. Vertrauen bedeutet, zu versuchen, das fließen zu lassen, was denn da auch tatsächlich kommen kann. Und das ist für mich unfassbar spannend und das erleichtert ganz, ganz vieles, wenn wir uns auf den Weg machen und wenn wir uns versuchen, immer wieder darauf zu fokussieren, was gerade ist, was wir ausprobieren können, wie wir in eine Kommunikation kommen können und wie wir immer, und wenn es auch nur kleine Schritte sind, mutig Stück für Stück ein bisschen mehr loslassen können. Das ist für mich einer der allergrößten Schätze und es hat mich auch mit dieser Frage, hat das mich nochmal so unfassbar dankbar gemacht für all das, was ich mit meinen Pferden erleben kann. Und auch, und das habe ich auf Social Media schon erzählt, wenn ich mit meinem Leviano mal eine Situation hatte, die ein bisschen doof war, da bin ich, das erzähle ich noch kurz,
Da bin ich mit zwei Pferden ausgeritten. Also ich saß auf dem Leviano, meinem kleinen Schwarzen, und hatte meinen Schimmel an der Hand mit. Und die Peaches lief auch noch mit dabei, wie immer halt. Und war mit dem Leviano nur am Knotenhalfter unterwegs. Und es war auch noch mein Geburtstag. Ist schon ein bisschen länger her. Naja. Ja, und es war auch alles gut und ich bin mit ihm getrabt und er trabt doch ein bisschen vorwärts. Und jetzt hatte ich das Gefühl, dass der Vamiro auf diesem Boden so sehr vorwärts traben nicht so gut konnte und wollte ihn angaloppieren. Hab dazu ein paar Mal geschnalzt. Ich merkte auch, der Liviano reagierte, aber bin dann nicht weiter drauf eingegangen, weil ich so mit meiner Aufmerksamkeit bei Vamiro war, dass ich nicht gemerkt habe, dass Leviano schon die ganze Zeit sagte, okay, soll ich jetzt laufen? Okay, jetzt gleich geht's los. Ja, und dann ging's halt los. Und zwar so richtig. Und ich habe ihn in dem Moment nicht gehalten gekriegt. Er war unfassbar schnell. Und auch da ist ein ganz interessanter Moment entstanden, weil ich kurz Angst gekriegt habe tatsächlich. Und ich habe sehr, sehr selten Angst. Aber das war so ein Moment. Und dann habe ich tatsächlich gedacht, kannst jetzt eh nichts mehr machen. Das Pferd wird auf dich aufpassen. Der wird mir nichts irgendwie Doofes tun. Aber alles andere, du kannst jetzt gerade nichts machen. So, und das wäre die Jetzt-Situation auf dem unfassbar rennenden Pferd. Ja, und dann ist die Situation so ausgegangen, dass ich auf einer Wiese runterrutschen konnte. Da war irgendwie eine engere Kurve. Wir sind dann so ein bisschen über den Zaun gesprungen und ja, seitdem bin ich auch nicht mehr runtergefallen. Also es ist schon wirklich eine Weile her. Aber es ist passiert und das hat mir nochmal bewusst gemacht, dass ich da nicht genügend hingeschaut habe. Deswegen sage ich, es ist auf jeden Fall wichtig. Es ist ganz, ganz wichtig, nicht einfach so ins Blaue hinein irgendetwas einfach zu tun. Es gibt mit Sicherheit auch Leute, die sagen das. Aber das sehe ich schon anders. Gerade dann, wenn wir mit Pferden unterwegs sind, sollten wir die Dinge schon richtig ordentlich und sorgfältig austarieren. Aber letztendlich ist es einfach so, es macht dieser Vertrauensvorschuss. Und heute reite ich mit meinem Leviano mit Halsring auf einer Wiese und auch schon mal Stückchen nochmal durch den Wald. Natürlich weiß ich, was damals passiert ist, aber damals ist nicht heute. Und es kann immer noch mal besser werden. Und ich weiß, dass der fantastisch werden wird, dass der so, so toll werden wird. Genauso wie mein Vamiro jetzt auch ist. Und es rührt mich absolut und es macht mich unfassbar dankbar. Und ich wünsche auch dir, oh, es ist gerade ein ganz tolles Gefühl und ich bin gerade so dankbar alleine schon für diese Podcast-Folge. Und ich wünsche auch dir von Herzen, dass du das erleben kannst und freue mich natürlich auch ganz, 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 ganz arg von dir zu hören und natürlich auch, wenn du mich meldest, wenn du dich bei mir meldest und mir deine Geschichten erzählst, mir deine Erfahrungen erzählst und wenn du genau diese Erfahrung, die ich auch mache, selbst gerne machen möchtest, dann freue ich mich natürlich auch, wenn du dich bei mir meldest und wir miteinander arbeiten können und ich dir helfen kann, genau das zu erreichen und dich auf deinem Weg unterstützen kann. Also, ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Start ins Wochenende und ganz, ganz viel Vertrauen und Dankbarkeit für all das, was da ist.